Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Hallo mit Anton. Und Julia. Und wir wollen die Allerbesten sein, deswegen haben wir uns die neue Pokémon Mystery Box von Etsy geholt. Wir haben keine Ahnung, was drin ist und wir hoffen, ihr seid mindestens genauso gespannt wie wir. Und wenn euch das Video doch gefallen hat, lasst uns doch ein Like da oder einen Kommentar. Am besten wäre natürlich auch für uns ein Abo, das würde uns natürlich freuen. Genau, und damit viel Spaß beim Video. Viel Spaß euch. Also, wir haben hier die Box. Die kommt direkt aus Japan, was auch hier zu sehen ist. Einmal schön mit dem Pokémon-Logo, mit Ash Ketchum. Ja, das, also wenn man Pokémon-Fan der ersten Stunde ist, ne, das ist, da geht einem so ein bisschen das Herz auf. Genau, einmal mit Shiggy, Glumanda, Pikachu, Bisasam und Ash. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal die Box. Du hast die Ehre. Yay! So, machen wir das mal auf. Genau. So. Wow, okay, krass. Okay. So, also das erste, was wir polen können, ist einmal irgendwas, ich glaube, das sind Süßigkeiten, weil hier so Bonbons drauf gedruckt sind. Ja, ich glaube auch. Genau. Dann hier die kleine blaue Box, durchsichtig. Man kann es schon sehen, was drin ist. Das sind kleine Miraflas, kleine Miraflas-Figuren. Machen wir nachher dann auch einmal im Detailshop. Kann man die dann bestimmt gut sehen. Genau. Dann ein Pokéball, der zugeschweißt ist. Mhm. Es scheint was drin zu sein. Wenn ich das schüttle, wird sich irgendwie so ein Kinder überraschend sein. Das ist dumm. Wahrscheinlich eine Figur. Okay. Aber es könnten vielleicht auch Süßigkeiten oder sowas drin sein. Oder Sticker. Mhm. Ja, wir sind mal gespannt. Okay. Dann haben wir hier noch eine Blind Bag mit Polygon-Mini-Figuren, wo dieser Samen, Glumanda, Shiggy, Gengar, Pikachu oder Flagmon drin sein können. Sind wir mal gespannt, was wir bekommen. Dann einmal eine Glumanda-Figur. Ich schätze mal so circa 5 cm, oder? Ja, ja. So circa 5 cm. Auch ziemlich süß. Voll. Cool. Hier, das finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Das sind so Artkarten, glaube ich, so wie es aussieht. Da sind, können ganz viele verschiedene drin sein. Ich glaube 16 Stück. Und vielleicht auch Sticker, oder? Das können natürlich auch Sticker genau, sein. Genau, weil hier ist so ein kleines Sticker-Bild drin. Also es könnten noch ein Sticker dabei sein und ich glaube hinten sieht man sowas wie eine Art Figur. Das könnte sein, also, weil es fühlt sich hier auch so ein bisschen danach an, als ob da was Kleines, Figurmäßiges drin ist. Genau. Sind wir mal gespannt. So, und als letztes haben wir ganz viele Pokémon-Karten. Ja. Einmal mehrere Booster-Packs aus Japan. Mhm. Ich glaube, die sind sogar Japan-exklusiv. Die gibt es, glaube ich, gar nicht in Deutschland. Echt? Cool. Und dann nochmal zwei, ich würde jetzt mal nicht, nee, vier. Vier, ja. Wir haben zwei 25er-Packs mit japanischen Pokémon-Karten und zwei 11er-Packs mit japanischen Pokémon-Karten. Ich würde sagen, wir schieben jetzt mal die Box auf die Seite und holen dann die Sachen einzeln raus. Genau. So, und wir fangen mit dem hier an, was auch immer das ist. Ich vermute mal Süßigkeiten. Du hast die Ehre. Oh, ich glaube, die Süßigkeiten ist auch noch. Also ich reiße das Päckchen auf. Ich reiße es nicht auf, also es ist robust. Yes. Okay. Okay. Ich hab's drauf. Boah, das sind so Gelee-Teile, oder? Boah, die sind aber sehr aromatisch. Aromatico. Oh, die riechen wie so Kaugummi. Ja, voll. Ja? Aber also, das riech ich hier, als du es da aufgemacht hast. Ja, das ist krass. Also, die haben die Pokémon, typische Pokémon-Form. Und die riechen nach diesen, ich weiß nicht, kennt ihr diese... diese Kaugummi-Packungen mit diesem rosa Zeug drin. Ja, Kaugummi mit Kaugummi-Geschmack. Kaugummi so. Mit Kaugummi-Geschmack, ja. Danach riecht es. Ja, aber voll. Ich weiß aber nicht. Sind das Kaugummis? Ich weiß es nicht. Oh, das erinnert mich an Kindheitszeiten. Immer an Schützenfest. Da gab es immer so diese Kaugummi, was war das? Diese Tuben. Oh Gott, ja, ja. Diese Kaugummi. Genau so riecht das, ja, stimmt. Ja, genau. Da gab es diese Kaugummi-Tuben. Ja. Mit diesem rosa-pinken Deckel. Ja, ja, die haben halt innerhalb von 10 Minuten den Geschmack verloren oder ja, so. Ja, aber die waren für den Moment waren sie echt geil. Ja, voll. Zucker pur, aber die waren geil. Voll. Genau. Aber es war noch nicht das Einzige, was in diesem Ding drin ist. Mhm. Sondern auch, oh, wie es aussieht, noch eine Pokémon-Karte. Yeah, ich kenne den englischen Namen davon. Slitwick heißt das.
Das ist keine Kerze, das ist ein Geist-Feuer-Pokémon. Ah. Ich finde das voll cool. Wir geben euch dann Feedback, wie das geschmeckt hat. mit Facecam, so Gesichtsreaktion. So. Ja, wir machen eine Challenge draus, wer zuerst das Gesicht verzieht. Warte mal, was Thomas. Ah. So, die kleine blaue Box von vorhin, wo schon ein unglaublicher Geheimfaktor dabei ist. Aber das ist so eine Kapsel. Das ist eine Kapsel. Genau, und diese kann man aus diesen auch aus den Automaten ziehen. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Automaten, wo man dran dreht, 2 Euro oder sowas reinschmeißt, ja, dreht und dann kommt so eine Kapsel raus? So. Und es sind auch einzelne. Sind oh, das wie so süß. Sind die, sind ja voll niedlich. Die sind richtig niedlich. Meiner freut sich mehr. Meiner hat halt die Augen offen. Er freut sich mit Augen offen. Ich würde sagen, so circa 2,5 cm, 3 cm auf die Höhe, ne? Ja, das kommt hin. Aber für die Größe sind sie auch echt gut verarbeitet, meiner Meinung nach. Mhm. So, die Kapselautomaten in Deutschland sind ja wirklich ausgestorben, muss man einfach sagen. Was ich ein bisschen schade finde, ja. Die sind halt aber auch nie so cool gewesen mit denen in Japan. Ja, die in Japan, die haben echt von allen möglichen Animes wirklich diese Kapselsachen. Ja. Und von Essen und von allem möglichen. Ich glaube, das kann man gar nicht alles aufzählen, was die haben. Genau. So, ich komme zum Kugelball. Ich glaube nicht, dass es vom Kapselautomat ist. Weiß ich nicht. Wobei das auch hätte sein können. Ja. Von der Größe her. Ich glaube an dich. Ja, könntest du mir einmal in die Hand geben? So, einmal geöffnet. Ui, was ist denn das? Ah, ich glaube, das sind Sticker, so wie ich vermutet habe. Ich kann es nicht lesen, aber da ist ganz viel Verschiedenes dabei. Ich glaube an dich. Ja. Das sind Sticker. Ja, sieht danach aus. Aber ich musste erst mal rausreden. Ich krieg die echt nicht raus. Ich würde nicht mal den Tesam streichen. Ha, ha, ha. Das ist jetzt mein Highlight für den Tag. Ich habe den Tesam geknackt. Ja, ich glaube, das sind echt so Stickerkarten. Und sind unterschiedlich. Also es sind viele. Wie ihr seht, ich habe so einen ganzen Stapel hier an Karten. Okay. Ei. Ja. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass da so viele Sticker dabei sind. Ich nehme mal eine von weiter hinten. Ich kenne die genau. Ganzen. Genau. Also teilweise sind die Karten doppelt drin, aber es sind trotzdem unterschiedliche. Richtig, das sind cool. Vor allem viele. Und das hier ist Glenn, ja. Ich überreiche dir den Kugelball der Sticker. Mhm. Genau. Und den Müll. Ich schenke den Müll. Dankeschön. Oh. Das Beste, was du mir geschenkt hast. Ja, gell. Finde ich auch. So. Das reizt mich jetzt voll. Ja, ich weiß. Das muss ich jetzt einfach machen. Du darfst, ich erlaube es dir, du darfst. Oh Gott, Sticker. Nicht Sticker. Stripe. Ja. Tesa-Stripe. Tesa-Stripe. Oder Tesa-Streifen. Ja, ja. Oder einfach nur Tesa. Oder Klebezeugs. Du hast die Auswahl. Gerade eben hat er mich noch rausgelacht. Ich hab keine Fingernägel. Gibt es nicht. Ich sag nur, dass du mich ausgelacht hast. Das ist eine Strafe. So, gib her, ich mach's auf. Oh Mann. Sag genau, dass du mich vorher ausgelacht hast. Ich helf dir, hallo. Oh, jetzt bei mir auch nicht klappt. So, ich habe den Tesa öffnen können. Weil ich so freundlich und nett bin, gebe ich einfach die Packung wieder zurück, dass er es öffnen kann. Nett nennen wir es freundlich und nett. Ja, schadenfreudig eher. Yes! Ich freue mich. Ich sehe schon, was es ist. Ja. Ihr müsst wissen, Glumanda ist mein Favorite. Ich liebe alle Glumanda-Weiterentwicklungen, also Glutexo und Glurak. Und natürlich ist jetzt mein Favorit drin. Irgendwie habe ich immer bei sowas Dusel, du nicht. Das ist aus Plastik. Mhm. Also Hartplastik. Ich finde dieses Tulipon-mäßige einfach ultra cool. Ja, mega. Und es ist aber ein bisschen pieksig, muss man sagen. Also wenn man hier hinten die Flamme anlatscht, dann piekst es ein bisschen, weil es wirklich so Hartplastik ist. Yes, passt sogar perfekt zu Shigi. So, und weil wir ja gerade bei Glumanda waren, machen wir doch gleich Glumanda auf. Glumanda 2, genau. So, oh nein, da ist wieder Tesa dran. Oh nein, und zwar richtig. So, Glumanda hoch 2. Das ist so eine gummiartige Figur. Ah. Genau. Cool.
also wie die, kennt ihr noch diese Schlümpfe? Die waren auch aus diesem Material. Mhm. Von Schleich, die Tiere sind auch aus so einem Material. Schon Schleich. Wahrscheinlich. Schleich? Ja. Schleich? Ja. Die stelle ich jetzt einfach mal hier hinten hin zum Glumanda. Zum Glumanda. Ja, genau. So, machen wir jetzt die Arts auf. So. Bin gespannt, was wir da rausbekommen. Ob da auch wirklich eine Figur drin ist, ne? Ja. Das sieht jetzt schon ultra cool aus. Wow. Es ist ein Bonbon. Mein Bonbon. Ist das, glaube ich, ein Kaugummi, oder? Ich glaube schon. Diese, wie diese Prickly Extra oder sowas, wo man... Ja. So, kommen wir zur Mega Art. Wow. Das sieht so cool aus. Aber das ist jetzt dein Favorite. Und das ist auf einer einzigen Platte, also die Platte ist relativ dick. Ne? Also, das ist eine Art in dieser ganzen Packung. Ich dachte, da wären vielleicht drei drin, weil das tatsächlich so dick ist. Mhm. Aber das scheint wirklich eine Holzplatte oder sowas zu sein. Okay, hol's halt mal raus, ist doch cool. Das will ich fast nicht. Ich kann schon wieder zurück. Ich kann das noch aufhalten oder so. Nee, kann man nicht. Wow. Es hat auch so einen schönen Goldrahmen. Ja. Das sieht mega gut aus. Ja. Hat auch einen, wie heißt das, Imprägnierdruck? Ja, so Silberfoliendruck, glaube ich. Heißt ja. Bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Mhm. Also auch vom Material her, so generell. Mega. Der Artstyle sieht ultra geil aus. Also mega. Ich freue mich gerade so hart über dieses Teil. Sie ist jetzt hast du auch ein Highlight. Jetzt kommen die Pokémon-Karten. Ja. Also wir teilen das tatsächlich auf in einmal die Box selbst mit dem Inhalt, mit den Figuren und dem Art, den Artstylen und den Stickern. Und die Karten kommen halten dann... Halten wir separat. Kommen dann als separates Video. Genau, als Part 2. Genau. Dun, dun, dun. Einfach nur, weil es sonst einfach viel zu lang wird. Puh, also ich muss sagen, wir haben jetzt... 55 Euro, glaube ich, gezahlt. Ich bin mir nicht sicher. 55, 60 Euro. Für diese Pokémon Etsy Box haben wir bezahlt. Und ich muss sagen, ich glaube, es hat sich mehr als gelohnt. Auf jeden Fall. Also wir haben auch schon gesagt, dass wir nochmal eine Box bestellen werden. Ja. Weil einfach die Vielfalt davon echt krass ist. Also man kriegt wirklich alles geliefert. Voll. Special-Karten. In verschiedenen Variationen, Booster-Packs, dann einmal im 11er-Pack, im 25er-Pack, also, dann Figuren. Ja, es ist für den Pokémon-Fan ist alles dabei, genau. Wirklich alles. Und das ist mega. Ich will so eine Box nochmal haben, allein nochmal, um so eine Art zu bekommen, weil die finde ich mega. Ja. Ich muss auch sagen, ich finde auch die Polygon-Figuren finde ich auch cool. Oh ja. Und vielleicht haben wir auch mal das Glück, mal was für dich zu ziehen. Und Gengar und Shiggy wären cool. Gengar und Shiggy. Gegen Pikachu hätte ich ja natürlich auch nichts. Ja. Aber ich freue mich auch auf diese kleinen Mira-Plus. Ah, die sind auch so süß. Die sind voll auch cool. Niedlich. Also ich finde echt, die Vielfalt ist top. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall für Pokémon-Fans. Ist, denke ich, auch echt ein geiles Weihnachtsgeschenk. Ja. Ein Pokémon-Fan ist das wirklich ein tolles. Ja, voll. Tolles allein zum Auspacken. Allein zum Auspacken. Es hat jetzt richtig Spaß gemacht, genau. Alles einzeln aufzumachen und zu gucken, was drin ist. Genau. Allein deswegen, das Erlebnis allein für den Pokémon-Fan ist hier voll drin. Ja, definitiv. Ja. Wollen wir jetzt noch unser... Wir sind gespannt, wie diese Teile hier schmecken. Wir haben ja gesagt, wir machen eine Challenge. Wer zuerst das Gesicht verzieht, nenne ich diese Challenge. Mhm. Die sind aber auch sehr dünn, ne? Die sind sehr dünn. Die sind auch Gelee-artig. Okay. Es klebt. Okay. Oh ja, super. Also die kleben. Boah, die riechen noch krasser, wenn man das aufmacht. Ja, das sind so eine Art Gummibärchen. Krass. Gelee-Teile in Pokémon-Form. Also ich würde sagen, boah. Ja, ganz krass. Die riechen echt krass süß. Also es riecht jetzt nicht schlecht oder so. Es riecht halt ultra überzuckert. Also voll. Also ich würde sagen, auf drei, oder? Ja. Eins, zwei, drei. Schön, gar nicht so schlecht. Mhm. Aber schon süß. Mhm. Mhm. Merkst aber auch so voll den künstlichen Geschmacksstoff. Ja. Mhm. Die sind schon
Die sind schon tief. Ich glaube, ich habe das Gesicht verzogen. Also Parfüm. Ja, voll. Schmeckt wie Parfüm. Also von der Konsistenz wirkt es halt ein bisschen wie Plastik, sind wir ehrlich. Ich finde eher so wie diese matschigen Gummibärchen. Nee, ich finde gar nicht. So bubbelig. Ich finde, es hat nach Grütze. Zu viel Gelatine einfach geschmeckt. Ja. Ja, ziemlich süß. Ja, voll. Ja, und damit kommen wir dann auch zum Ende vom Unboxing. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst uns doch bitte ein Abo und ein Like da, denn das hilft unserem Kanal beim Wachsen. Teilt das Video mit euren Freunden, denn je mehr, desto besser. Und schaut doch mal bei unserem anderen Videos dabei, gerade unser Lucky Bag. Da sind auch viele Sachen, die gerade im Anime-Bereich vorhanden sind. Ja. Und ja. Ich finde genau. Ja, du kriegst einen. Und damit? Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Bye.